Moin Leute, wie ihr vor ein paar Wochen schon mal gesehen habt, war ich bei Hinnack zu Besuch. Da hat er mich darauf hingewiesen, dass er seine GRS-Counter nicht mehr bestellen kann. Da haben wir einmal überlegt, was wir machen können, und wir Händler in Schleswig-Holstein haben dann mit GEA zusammen eine Cowscout-Umrüstaktion ins Leben gerufen. Dann haben wir mit Hinnack zusammen ein zukunftsorientiertes Konzept ausgearbeitet, damit er für die nächsten Jahre noch gut aufgestellt ist. Das haben wir schon installiert und das gucken wir uns heute mal an. Komm mal mit! Scharf gemacht, weißt du? Moin Hinnack! Moin Hinnack! Moin ihr beiden! Wie besprochen läuft das System ja schon seit 2 Wochen, da es ja Zeit braucht, um sich auf die Verhaltensmuster der einzelnen Kühe einzustellen. Und heute wollen wir mit dir zusammen die Einführung ins System machen. Ja, das lass uns mal machen. Die Montage lief ja schon ohne Probleme. Das freut mich zu hören, Hinnack. Lass uns jetzt einmal die Grundelemente des Systems durchgehen. Hier vorne haben wir die Antenne und den dazugehörigen Reader da hinten. Ja, genau. Wofür sind die beiden denn jetzt genau? Erzähl mal. Ja, also die Antenne hat ja eine kontinuierliche Verbindung zu den RIS-Countern und nimmt deren Daten auf und verarbeitet die und führt die dann weiter zu dem Cowscout-Server oder ins DP rein. Also Hinnack, ihr habt ja im Vorwege allen Tieren, wie besprochen, die Holzriss-Counter angelegt und da habt ihr ja auch gut drauf geachtet, dass die nicht zu stramm und nicht zu lose am Hals der Kuh hängt. Ja, da haben wir drauf geachtet, aber ist das eigentlich wichtig, dass immer der Riss-Counter bei jeder Kuh am Unterhals sitzt? Ja, das ist es, weil nur so können die verbauten Sensoren richtig arbeiten. Daher ist es auch wichtig, dass die Riss-Counter richtig rumsitzen. Ja, darauf haben wir auch geachtet. Das hat mir euer Team hier echt super erklärt. Das freut uns zu hören. Dann lass mal ins Büro gehen. Komm an. Ja, Hinnack, hier haben wir deine sogenannte VPU verbaut. Die verarbeitet alle Daten und das Genauere schauen wir uns jetzt mal im PC an. Ja, seit heute Morgen blinkt die Kiste. Was heißt das? Das Blinken bedeutet, dass du jetzt eine Kuh hast oder mindestens eine Kuh hast, die einen Brunstalarm hat. Und die können wir uns jetzt hier unter Brunsthinweise auch anschauen. Das zeige ich dir mal. Wenn man hier unten auf Hinweise anzeigen klickt, dann sieht man jetzt hier die einzelnen Tiere. Man sieht die Tiernummer, in welcher Gruppe sie ist, in welchem Laktationstag und die Brunstdaten. Und zusätzlich sieht man hier noch ein Balkendiagramm, wo eben gezeigt wird, wo der optimale Besamungszeitpunkt ist. So, und wenn man jetzt sagt, alles klar, diese Tiere habe ich jetzt schon separiert, die habe ich schon besamt, dann kann ich die einzelnen Tiere hier oben anklicken, kann hier auf Aktion gehen und kann sagen, alles, ich habe sie gesehen, und sobald ich das gemacht habe, verschwinden sie von der Liste und das Blinken auf dem Cowscout hört eben auf. Den nächsten Punkt, den ich dir gerne zeigen möchte, ist der zu überprüfende Tiere. Das sind die Gesundheitsdaten, die Fressaktivitäten der Tiere. Auch hier kann man jetzt sagen, Hinweis anzeigen. Und hier haben wir auch schon ein Tier, was einen Fressalarm hat. Dann kann man hier auf das Tier raufklicken. Und man sieht hier, dass dieses Tier eigentlich schön in der Gruppe, den Gruppenschnitt sieht man hier immer in dem blauen waagerechten Strich, dass das Tier sehr schön gefressen hat, aber die letzte Zeit immer mal wieder einen kleinen Alarm hatte und die letzten Tage jetzt auch wirklich sehr schlecht gefressen hat und auch die letzten Tage jetzt schon immer einen Fressalarm hatte. Und dieses Tier sollte man sich jetzt mal angucken, was das genau hat. Dann gibt es noch 2 Menüpunkte mehr. Einer wäre falsche Position des Riss-Counters. Wenn der Riss-Counter mal zu weit oben am Hals hängt, dann merkt das System das und gibt dir eine Alarmmeldung. Diese Alarmmeldung kommt auch wirklich nur auf das Dashboard, wenn du auch Tiere hast, die davon betroffen sind. Ansonsten zeigt das nicht an. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wie viele Alarme man hat, aber meistens ist das hier irgendwo dann oben rechts in der Ecke, wo das auftaucht. Der andere Alarm, das wäre dann nochmal, wenn ein Halsband verloren gehen sollte oder eben eine Kuh hier aus dem Antennenbereich rausfällt, dann kann er sagen, unzureichende Daten oder keine Daten in den letzten 24 Stunden. Und dann gibt das auch einen Alarm, dass man weiß, alles klar, die Kuh hat vielleicht einen Riss-Counter verloren. Genau, Hinnack, das war jetzt der erste Einblick ins System. Hast du dazu noch Fragen? War das soweit verständlich für dich? Ja, aber woher hat denn jetzt das neue System meine ganzen Kuhdaten schon? Das ist eine sehr gute Frage. Du hast ja auch das Herdenmanagementsystem von GEA, das C21. Und einmal am Tag werden die beiden miteinander synchronisiert und die Kuhdaten werden dann in das Cowscout-System hochgeschoben. Die sind miteinander verknüpft. Ah ja, okay. Aber wir haben ja auch darüber gesprochen, dass ich das auf meinem Handy sehen kann. Wie funktioniert das denn? Auch das ist schon eingerichtet. Jetzt brauchst du nur noch deine Adresse im Webbrowser eingeben und dann deine Login-Daten eingeben
Und dann kannst du alles von deinem Handy einsehen. Sprich, hier hast du genau das gleiche Dashboard wie auf dem PC. Ja, cool. Dann kann ich jetzt ja von überall sehen, welche Tiere brünstig sind und könnte rein theoretisch meinem Besamer Bescheid sagen, welche Kühe er alle besamen soll. Genau, richtig. Jetzt kannst du von überall deine Daten einsehen. Ja, das war's auch nun erstmal von uns. Und wenn du noch Fragen hast, dann kannst du uns jederzeit anrufen. Ja, super. Vielen Dank euch beide. Damit komme ich erstmal klar. Und wenn ich Fragen habe, rufe ich an. Ja, ciao. Tschüss, Herr Nack. Tschüss.